Ich bin immer noch dabei, es mal kurz auszuprobieren. Zufall. Purer Zufall. Ich habe schon immer gerne gemalt, aber eigentlich wollte ich, glaube ich, irgendwann mal Kamera machen. Und dann kannte ich so ein paar Leute, die beim Film gearbeitet haben und die haben gesagt, bist du wahnsinnig, du brauchst immer 500.000, bevor du überhaupt anfangen kannst und es sieht ganz schlecht aus und nee, das kommt nicht in Frage. Also Film ist doof, mach das nicht. Und dann kannte ich auch ein paar Maler und der Vater meiner ersten Freundin war Malerin, nein, er war Maler, sie war meine erste Freundin und hat, glaube ich, nur so einen ganz prägenden Eindruck hinterlassen bei mir, dass ich gesagt habe, okay, man braucht gar nicht so viel kompliziertes Equipment, man kann auch einfach mit Farbe loslegen und ja, so habe ich mich dann irgendwann ganz kurz für Malerei entschieden, dachte ich, probiere das jetzt mal aus und das ist jetzt fast 20 Jahre her. Berlin kann ich eigentlich auch nicht besonders leiden. Es ist aber eine ganz tolle, interessante Stadt geworden in den letzten 5 Jahren. Und das ist die Stadt, in der ich arbeite und in der ich mich auch inzwischen relativ wohl fühle. Ja, das kommt drauf an. Also die größten Bilder, die ich male, sind so vielleicht 15, 20 Quadratmeter und die kleinsten Bilder, die ich male, sind so groß. Also das ist relativ kompliziert. Und das ist auch, macht auch schwer, die Frage zu beantworten, weil es gibt Jahre, in denen ich doch an einer Serie von kleinen Bildern arbeite und es gibt halt Jahre, da male ich 3 große Bilder. Also das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Also im Sinne von Stückzahl, wie viele Bilder schaffen Sie im Jahr? Oh, das ist eine schwierige Frage. Das ist ein sehr zorniger Blick in meinem Fall. Ein Blick mit viel Wut, weil ich das Gefühl habe, dass ich viele Sachen ganz anders hätte erleben sollen in meiner Jugend oder gerne anders erlebt hätte. Also ich hätte gerne mehr am Leben teilgenommen und hätte mich gerne wesentlich weniger mit der politischen Weltlage beschäftigt, als ich das musste. Also meine Jugend bestand zu großen Teilen darin, in schlecht gelüfteten Räumen zu sitzen und über irgendwelche sinnlosen NATO-Doppelbeschlüsse oder sowas zu labern, von denen ich eh nichts verstanden habe. Aber das war so Konsens im Osten. Es gab immer so Gruppenmeetings und da saßen da die Leute zusammen und dann wurde da eine Meinung gebildet. Und das habe ich gehasst. Ich habe das furchtbar gehasst und da habe ich einen sehr zornigen Blick drauf, dass ich mir das angetan habe und dass ich auch viel zu respektvoll mit Leuten umgegangen bin, die meine Lehrer waren oder die irgendwie mir das Gefühl vermittelt haben, sie stehen in einer Hierarchie über mir. Und das ist was, woran ich mich immer noch sehr abarbeite, das zu brechen und zu verändern. Ich war auch Soldat, also ich habe auch eine Nummer bekommen. Ich bin sehr ein- und untergeordnet worden und immer im Sinne der Gemeinschaft, immer fürs große Ganze, für die gute Idee, für die gute Sache mussten immer alle Einzelnen zurückstecken. Und ich versuche jetzt das Gegenteil. Also ich versuche jetzt den Schritt vom Wir zum Ich zu gehen. In der Familie war es eigentlich ein bisschen entspannter, weil meine Eltern schon immer von relativ viel verrückten Leuten umgeben waren, wie zum Beispiel Künstler. Und das hat mir, glaube ich, im Kopf auch ein bisschen geholfen. Es hat aber auch dazu beigetragen, dass mich die Leute so auch beeindruckt haben, weil ich das Gefühl hatte, eigentlich sind das ja die Einzigen, die irgendwie so ein bisschen machen dürfen, was sie wollen. Die können sich komisch anziehen, die können freche Sachen sagen, die können sich am Kopf kratzen, wann sie wollen. Die sind irgendwie, machen die einen freieren Eindruck als andere Leute. Und das hat dann, glaube ich, auch dazu geführt, dass ich gedacht habe, okay, wenn jetzt die Mauer auf ist und ich machen kann, was ich möchte, dann mache ich was, was mir so Freiheit auch einfach garantiert.
Ich glaube, es ist ganz schwierig, wenn man so versucht, ein Historiengemälde zu malen oder politische Statements umzusetzen. Die Situationen ändern sich ja auch viel zu schnell. Also, ehe ich jetzt mit dem Bild fertig bin, ist die Welt schon eine ganz andere. Aber ich finde es schon, also ich nehme die Welt schon und auch die politischen Prozesse, die sich abspielen, schon sehr genau wahr. Und ich finde es auch wichtig, dass das zumindest ein Bestandteil der Bilder ist. Das sind sehr, sehr unterschiedliche Sachen. Also ich versuche nur Dinge zu machen, zu denen ich, also auch wenn so politische Statements in meine Arbeit einfließen, dann nur an den Stellen, wo ich finde, dazu habe ich was zu sagen und da habe ich einen persönlichen Zugang dazu. Also ich habe eine Serie Bilder gemacht, da ging es um den Terroranschlag in Mumbai. Da war ich vor Ort, das habe ich erlebt, da konnte ich auch malerisch was zu sagen. Also da hatte ich einfach einen Bezug dazu. Ich habe jetzt ein paar Bilder gemalt zu den Veränderungen in Libyen, weil ich das Gefühl hatte, das hat total viel mit mir zu tun, weil da sind unheimlich viele junge Leute auf der Straße und die sagen, es reicht. Wir werden von alten Säcken regiert, die auf dem Fleck sitzen, die nicht weg wollen, die sagen, wir wissen, wie es geht, ihr haltet die Schnauze, ihr seid jung und dumm und grün und alles bleibt so, wie es ist und für immer und ihr habt nichts zu sagen und ihr müsst jetzt noch 20 Jahre warten. Und da konnte ich mich sehr gut an meine Jugendsituation erinnern, wie wichtig das für mich war, dass für mich die Mauer aufgegangen ist, als ich 19 war und eben nicht 49 oder 59. Und mich hat das schon wahnsinnig gemacht, dass diese Veränderung da in Iran, also diesen Aufstand, den es letztes Jahr gab, dass das eigentlich so niedergeschlagen wurde und nicht viel passiert ist. Und deshalb fand ich es jetzt wichtig, das hat mich wahnsinnig beschäftigt. Also diese ganzen Vorgänge in Libyen, Tunesien, Ägypten haben mich sehr beschäftigt. Und vor allem in Libyen, weil es einfach auch so einen Diktator gab, auch Freund der DDR, Gaddafi. Da kommen noch andere Sachen hinzu. Ich habe einen der Söhne, der jetzt mit internationalem Haftbefehl gesucht wird, den habe ich getroffen in Berlin. Der hat eine Ausstellung gemacht, der ist Maler. Saif al-Islam, dieser wirkliche Verbrecher, der malt Bilder. Und ich habe den getroffen. Vor ein paar Jahren hat er in Berlin eine Ausstellung gemacht. Also ich habe ihn da nur gesehen und guten Abend gesagt. Aber dann kriegen sie auf einmal durch so ganz persönliche Begegnungen, sagen sie, wow, Sie haben jemanden getroffen, der jetzt für den Tod von zehntausenden Leuten verantwortlich ist. Sie kriegen auf einmal einen Bezug dazu. Und dann finde ich, wenn ich so einen Bezug dazu habe, dann finde ich ja, dann kann ich und will ich und muss ich auch irgendwas dazu malen. Ich habe das Gefühl, ich muss mich da sehr viel mit auseinandersetzen. Hinzu kommt noch, dass ich selbst in einer Diktatur groß geworden ist, die vielleicht nicht ganz so schrecklich war, weil es nicht ganz so viele Tote gab, aber natürlich in den äußeren Zeichen doch auch Ähnlichkeiten übernommen hat, auch ästhetische Ähnlichkeiten übernommen hat, was eine sehr erschreckende Erkenntnis ist. Es gab in der DDR mal so Fackelumzüge, da sind so nachts sind die Leute mit der Fackel an der Partei- und Staatsführung vorbeigelaufen, weil das irgendwie schön aussah. Irgendwann war dann klar, das ist eine Tradition, die kommt von den Nazis. Ich musste mich damit beschäftigen und das waren teilweise auch sehr, sehr schmerzhafte Erkenntnisse, was für Parallelen es da auch gegeben hat. Der Uniformität, wie man Massen gleichschaltet, wie man den Leuten sagt, du musst dich unterordnen, weil wir haben eine tolle Idee, dass du überblickst die Details nicht. Wir wissen, dass diese Idee richtig gut ist und du machst jetzt das, was wir dir sagen. Also bisschen natürlich, ich habe vor 2 Jahren eine Ausstellung in Israel gemacht, im Haifa-Museum. Ich habe sehr, sehr viele Freunde dort in Israel. Ich schon allein, wenn ich jetzt nach Yad Vashem komme, ich bin dazu gezwungen, mich mit meiner Situation auch als Deutscher in der Welt zu beschäftigen und auch mit der deutschen Geschichte zu beschäftigen. Ganz ehrlich, Die Stadt Berlin, da wo ich lebe, das Stadtviertel, da ist so viel Blut geflossen, da ist so viel Geschichte passiert in den letzten 100 Jahren. Klar steht da jetzt ein toller Techno-Club,
Klar kommt da jetzt jedes Wochenende der Easy Jet Set und feiert. Aber ich kann gar nicht so tun, als wäre ich da, als hätte ich damit nichts zu tun. Also ich beschäftige mich schon viel damit. Ich mache jetzt im März meine dritte Einzelausstellung in New York. Also ich bin auch da sozusagen präsent und vorhanden. Die Frage ist immer, worum geht es mir in meinem Kopf eigentlich? Und das ist jetzt weniger der Gedanke, wie entwickeln sich da Preise oder wie bewegen sich Sammler oder welche Labels kleben mir drauf. Es ist doch so, ich arbeite in einem sehr langsamen Medium. Malerei, ich arbeite mit Öl, das braucht viel, viel Zeit. Es ist eigentlich komplett absurd, mit so einem langsamen Medium zu versuchen, ein Bild zu machen in so einer schnellen Zeit, in der wir jetzt leben. Und wenn ich das mache, dann sage ich, okay, ich habe jetzt vielleicht, also ich bin jetzt 41, gut, vielleicht habe ich, wenn es mir gut geht, noch 40 Jahre vor mir. Ich kann jetzt schon relativ genau sagen, es ist eine ganz begrenzte Anzahl von Bildern, die ich malen kann. Also versuche ich darauf zu achten, dass diese Bilder gut aussehen, weil sie werden sowieso mich um Jahrhunderte überleben und viele Details, und dazu gehört auch sozusagen, ob es dem Kunstmarkt gerade ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter geht, die relativieren sich wahnsinnig, wenn man diese Zeiträume ernst nimmt, und irgendwie versuche ich das. Also ich versuche zu gucken, dass die Bilder gut aussehen. Ich versuche zu schauen, dass ich in kein Label reinkomme. Ich habe das jetzt schon 3-4 Mal erlebt, dass Label die Straße runtergerufen worden. Ganz viele Leute wollten dabei sein, wollten da irgendwie diffus dazugehören. Und 2 Jahre später haben sich alle bemüht, dass niemand mehr dazugehört, weil die nächste Mode ausgerufen wird. Das passt auch gar nicht zu mir. Ich bin ein kompletter Einzelgänger. Also ich bin meine eigene Gruppe. Ich brauche gar nicht ich muss da nicht irgendwo reinpassen. Nee, das ist ja auch total blöd, weil dann müsste ich ja mich um irgendwelche Trends oder so kümmern. Und natürlich gucke ich, was gemacht wird, und natürlich schaue ich mir Ausstellungen an, und ich gehöre auch zu denen, die auf Kunstmessen gehen. Ich fahre zu Documenta, ich gehe zur Biennale. Also ich schaue mir die Sachen an. Aber ich finde jetzt, ist nicht so wichtig, da irgendwie mich da irgendwo anzudocken, sondern ich glaube, dass das auch zum Künstlersein, zumindest meinem Verständnis dazu gehört, auch ein bisschen allein zu sein und vielleicht auch mit der Position relativ eigenständig zu sein. Also ich glaube schon, ja. Also ich habe, glaube ich, bis auf Australien, auf allen Kontinenten jetzt irgendwie ausgestellt. Nord-, Südamerika, Asien und Europa. Und ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass die Leute sagen, ah, das ist deutsch. Also ich habe ganz oft, dass die Leute sagen, ah ja, David Hockney oder sowas. Oder amerikanische Pop-Art oder so. Also die Leute kommen ja immer mit ihrer eigenen Geschichte. Oder ich habe jetzt in Rio de Janeiro mit Leuten geredet. Und die meinten, ja, das kenne ich, das sieht hier immer so aus. Ich sage, ja, ich bin auch ganz oft hier. Ja, das sind die Farben und so. Also ich habe das, vielleicht gibt es irgendwo einen Ort, aber ich habe jetzt noch nicht das Erlebnis gehabt, dass das was ganz spezifisch lokalisierbar Deutsches ist, was jetzt in meinen Bildern vorkommt. Da gibt es natürlich eine ganz lange Liste, und jemand, der in meinem Kopf eine sehr, sehr große Rolle spielt, ist Christoph Schlingensief, weil er, glaube ich, weil man richtig merkt, dass der Mann fehlt. Er ist so als Leerstelle in der Kultur in Berlin, es ist richtig spürbar, der ist nicht mehr da. Und das ist jetzt kein Maler, aber was er versucht hat, an die Wirkung von Kunst zu glauben, das ist enorm. Und ich glaube, das ist auch nicht es gibt mal so Bereiche, wo Künstler dann vielleicht auch sich so ein bisschen klein machen und sagen, ich kann jetzt nur dieses eine kleine Problem bearbeiten, ich kann gar nicht das große Ganze angreifen.
Und irgendwie bin ich da vielleicht total naiv, aber ich glaube, dass man auch als Künstler das große Ganze angreifen kann und dass man sich da auch nicht verhebt, dass man es zumindest probieren soll. Und deshalb fällt mir da Schlingensief als Erster ein. Was es Maler gibt es natürlich eine Unmenge, wobei eigentlich egal ist, ob die noch leben oder schon tot sind, weil das anhand der Bilder ist es ja völlig egal. Also es gibt ganz tolle junge Maler, nächste Generation, Adrian Geni, die ich einfach sehr respektiere. Aber natürlich eben spielen Leute wie Börremans eine Rolle, also die so ein bisschen älter sind schon als ich. Das geht dann weiter. Ribera ist jemand, der Spanier ist schon lange tot, aber das ist wahnsinnig aktuell, wahnsinnig wichtig für mich. Ich habe jetzt gar keine Zeit, aber ich muss unbedingt jetzt für einen Tag nach New York fahren, um mir die De Kooning Show anzugucken, weil sie wird so niemals nach Europa kommen. De Kooning ist jemand, der ganz wichtig ist. Dann bin ich gleich bei Cecily Brown. Also es gibt ganz, ganz viele Leute. Ich finde, dass auch die Leute, die Kunst kaufen und die Leute, die sich Kunst anschauen, dass sie ein Recht darauf haben, dass diese Kunst, dass die was Ernsthaftes ist und dass das nicht nur als Verkaufsprodukt gemacht ist. Das sind Menschen, die sitzen irgendwo den ganzen Tag im Büro oder, weiß ich nicht, die haben irgendein Leben und teilweise auch sehr schwere Dinge zu bewältigen. Und die haben eine Erwartung an Kunst und die erwarten auch, dass die Künstler sich Mühe geben, da auch höhere Werte da reinzubringen. Sage ich jetzt mal richtig so mit Polke, dass sie da versuchen, irgendwas Wichtiges zu machen und nicht nur irgendwie so Kommerzscheiß zu machen. Also wenn ich das bei jungen Künstlern sehe, dass sie irgendwann nur nach dem Geld hinterherrennen, dann finde ich das problematisch, auch aus der Verantwortung, die wir den anderen Leuten gegenüber so ein bisschen haben, glaube ich schon. Künstler, die ich beneide. Fast alle. Fast alle. Also man kann ja ganz viele Künstler beneiden, aus unterschiedlichen Gründen. Ich beneide zum Beispiel, ein Freund von mir ist ein Konzeptkünstler, der ist 15 Uhr fertig, weil der hat dann einfach eine gute Idee gehabt und der ist dann schon früher fertig als ich. Und darum beneide ich ihn. Der hat dann einfach abends Zeit und manchmal treffen wir uns dann und ich bin dann der Idiot. Ich muss dann wieder, ich sage, Mensch, du, ich muss einfach ins Atelier, die Farbe trocknet an. Den beneide ich um seine Zeit. Andere Leute beneide ich, ich habe jetzt viel mit brasilianischen Künstlern zu tun, die beneide ich darum, wo sie leben. Ich würde gerne in Brasilien leben. Es gibt Maler, denen ganz toll was gelingt und die beneide ich dann darum, also der deutsche Maler Johannes Kahrs, den beneide ich darum, wie ihm manche Details auf seinen Bildern gelingen. Da beneide ich ihn drum. Ich beneide Jonathan Mese um die Freiheit, die er verbreitet, wenn er mit Leuten redet. Finde ich toll. Also es gibt viele Gründe, irgendeinen bestimmten Aspekt von jemandem Neid ist, glaube ich, das falsche Wort, aber das einfach toll zu finden und zu sagen, ja, hätte ich auch gern. Aber ich, aber so im Sinne von so umfassend Neid, nein. Das, ich bin eigentlich ganz, ganz glücklich mit meinem Leben, ehrlich gesagt. Viele, ja. Ich kenne viele Sammler, ja. Kann ja, glaube ich, davon ausgehen, dass Leute, die Zeit und Geld in Kunst investieren, keine Idioten sind, sondern das ist irgendwie in den meisten Fällen sehr weltoffene, sehr interessierte, sehr wache, sehr gebildete Menschen sind, die auch dann ganz unterschiedliche Sachen sammeln und sagen, ey, ich habe hier, guck mal, da hinten im Wohnzimmer, da habe ich eine Jason Rhodes Installation und da vorne soll noch ein Donald Judd hin, aber jetzt habe ich hier auch noch Malerei gekauft. Also so Leute, die sich auch, also ich glaube, so eine Leute mag ich auch einfach besonders, die sich auch glaube ich, in ihrem Kunstgeschmack gar nicht so in so eine Richtung unbedingt nur treiben lassen möchten, sondern die Welt als Ganzes wahrnehmen.
Oh ja. Ich gebe ganz viel Geld für Kunst aus und ja, also ich habe ganz tolle Sachen. Also ich habe sehr, sehr viel und sehr gerne und wirklich, was ich sehr verehre, Nicole Eisenman ist eine der größten Heldinnen der Kunst der letzten 20 Jahre. Davon bin ich auch umgeben, mit den Bildern lebe ich, das fasziniert mich sehr. Die hat jetzt gerade am Wochenende eine Ausstellung in Washington im Museum. Ich habe auch, ja, ich habe Bjarne Melgaard, ich habe Fotografie. Also es sind meistens, weil ich hab eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung. Ich habe ein großes Atelier, aber eine kleine Wohnung. Und deshalb habe ich jetzt, also ich habe keine Skulptur. Also ich ist so ein bisschen beschränkt auf Malerei, Fotografie, Zeichnung. Aber da habe ich sehr schöne Sachen. Vom Typ her bin ich jetzt gar nicht so ein Sammler. Aber am Anfang, also es war ja irgendwann so, ich habe zwar Kunst studiert, aber ich hatte kein Geld und ich musste immer kellnern. Als ich dann sozusagen irgendwann nicht mehr kellnern musste, habe ich gedacht, jetzt will ich auch mal wissen, wie das ist, wenn man sich ein Bild kauft. Also ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man so die Perspektive wechseln kann. Und dann bin ich losgegangen und habe mir auch ein Bild gekauft. Und dann wird man aber ganz schnell, werden sie einfach süchtig, wenn sie dann Sachen sehen. Und ich sehe natürlich viele Sachen und ich sehe dann auch Sachen, wo ich weiß, dass die interessant sind. Ich weiß es und ich habe mich auch noch nie geirrt, ehrlich gesagt. Also wenn ich irgendwo was sehe, ich habe mal vor ein paar Jahren in Los Angeles so Zeichnungen gekauft von Kim Schönstatt. Ist jetzt ein wahnsinnig wichtiger Künstler. Also das ist einfach, ja, das macht auch wahnsinnig Spaß, Sachen zu entdecken und dann zu sehen, wie sich das auch weiterentwickelt.